Hallo und herzlich willkommen, liebe Zwerge, und gebt fein Acht, der Khadgar hat euch eine Demo mitgebracht. Ja, mir ist aufgefallen, dass von Deep Rock Galactic Survivor die Demo draußen ist und ich dachte, die muss ich dann mal mit euch teilen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt, so ja, 3,8 Stunden. Und ja, also die Demo hat auf jeden Fall noch ein bisschen was drin, was man sich holen kann. Bin wahnsinnig gespannt. Die Demo macht schon richtig viel Spaß. So, aktuell ist nur ein Level verfügbar. Den kann man wohl freispielen. Wir machen aber erstmal Hazard One. Wir spielen den Scout. Die Profession ist noch nicht drin. Klassik startet mit der Rifle, wird Movement Speed mit ein bisschen mehr HP. Dann gibt es noch den mit den Uzis. Die haben unterschiedliches Schussverhalten und ihr werdet es sehen. Wir spielen erstmal den Klassik auf normalem Schwierigkeitsgrad. So, wir haben als Objective Bolo Kappen. Bootbug. Level up. Ich nehme erstmal mehr Damage mit. Oben in der Mitte war out the Elite. Oben in der Mitte steht, das ist unser Timer mit verschiedenen Events, die ausgelöst werden, wenn der gelbe Balken jetzt halt zum Beispiel die Kiste erreicht. Dann bekommen wir einen Moonpot, in dem wir irgendein Special aussuchen können. Die gelben Pünktchen sind XP. Damage. Ich aktuell eher für Rate wäre. Da ist der Pot. So, was wollen wir denn haben? Kritter, weniger Damage. Wir haben viel Damage gekriegt. Dann gehen wir doch mal auf Crit. Rate. Prinzipiell machen wir hier, falls ihr das Originalspiel kennt, einen Deep Dive. Links an der Seite neue Waffe. Wir nehmen die Schrotze. Und wir haben hier 5 Missionen, wo auf der letzten Ebene dann der Boss kommt. Den bitte rausschneiden. Und wir müssen halt versuchen zu überleben. Unten seht ihr die Waffen, die wir haben, mit dem Level, den die Waffen haben. So, die 3 Schädel sind erreicht. Bomb incoming. Hier haben wir eine Sondermaterialie drin, die können wir für Upgrades gebrauchen außerhalb der Missionen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was die anderen Klassen dann zukünftig drauf haben. Ich werde hier bei kinetischen Waffen bleiben. Ihr seht jetzt auch hier, wenn ich je nachdem, was ich auswähle, unten bei den Waffen, seht ihr die grünen Pfeile nach oben. Das hier gibt jetzt nur was für die Rifle, deswegen hat die 2 Pfeile oben. Und das hier macht bei beiden Waffen was. Affects all kinetic weapons. Also sollten wir jetzt Plasma, Kryo oder sonst irgendwas Waffen haben, hätte das keine Auswirkung auf die Knifte. Ja, mein Elite-Mob. Na komm, nachladen. Reload Speed bei der Schrotze ist immer ganz gut. Ihr seht unten, die hat 2 Schuss. Das sind der gelbe Balken. Der rote ist, wenn nachgeladen wird. In der Zeit wird nicht gefeuert. Hier ist es sehr, sehr wichtig, das Balancing zu finden von Damage, Schussfrequenz und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, ob der Bohrer dann hier durch Wände rennen kann, wie blöde. Und ob der Ingenieur dann überall Turrets hinpflastert. Und bei dem Heavy Gunner dann nur Explosionen. Release-Datum soll irgendwann dieses Jahr noch sein. So, hier bei Uncanny Zimmerland Status-Effekt.
Würde jetzt zum Beispiel gar nichts bringen. Hier seht ihr, das ist beides für die erste Waffe und das bringt gar nichts, weil wir nichts mit irgendwie Acid Electrical Fire haben. Yeah. Nochmal Damage. Oh. Ah, der Boss ist schon da. Ja. Den besiegen müssen wir unseren Drop-Pod kriegen. Radius, den nehmen wir doch gerne mit. Ich hoffe mal, den kriege ich noch. Wenn der Drop-Pod euch ruft, beeilt euch. Es ist sehr, sehr knapp, den zu erwischen. Die ist auch nicht schlecht. Gerade wenn hier noch irgendwas davor ist, ja, die Bolos haben wir jetzt leider nicht alle bekommen. Und runter. So, jetzt können wir hier unser Gold, was hier oben links, und das Nitra ausgeben. Für Verbesserungen. Boah, Reload Speed. So. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, wie das mit dem Overclocking ist. Ob das am Level der Waffe hängt. Hier können wir jetzt das Element auf Cryo ändern. Ich möchte aber lieber Knockback haben. Ja, für die Rate of Fire sind wir soweit durch. Weiter geht's. Wir sollen wieder Bolo sammeln. Irgendwas mir aufgefallen ist, das hier ist ein sehr, sehr schnelles Dan Marco. Aber bei den anderen meistens mit Gekalte doch einiges rausreißen kann, muss man hier wahnsinnig aufpassen. Gerade auch wie der Stärke-Level ist von einem, wie man alles down bekommt. Manchmal kann man, wenn der Boss schon da ist, auch ein bisschen länger kiten. Aber wenn man gerade den Fliegenden hat, der fliegt halt über die Wände drüber, da machst du dann halt auch nicht viel. Your weapon is a lot prettier. Increase level by 2. Sieht immer ganz gut, wie stark man ist, wenn man die blauen Elite killt. Hier seht ihr jetzt den ersten Kami. Build Speed of Overall, wenn er näher rangeht, bumm. Die sprengen netterweise auch die ganzen anderen Mistviecher mit. Kann man taktisch ganz gut einsetzen. Electrical, ja, ich möchte gern den M1 haben. Möchte hier jetzt keine großartigen Experimente machen und möchte bei kinetischen Waffen bleiben. Der M1, der schießt eine durchschlagende Kugel. Da ist unser Pot. Hier halt eine Schneise reindonnert. Kommen wir ein bisschen mit dem Speed auf. Ich kann euch auch empfehlen, lasst die Wände gut intakt. Viecher müssen da drumherum laufen. Wenn ihr aus der schon eine Insel gemacht habt, dann nehmen die Viecher immer den kürzesten Weg zu euch. Aber wenn ihr hier jetzt in Bedrängnis kommt, könnt ihr nach hinten fliehen und euch dann hintenrum rausgraben, ohne dass ihr plattgewalzt wäre. Oh, das ist gut. Er ist ausgewichen. Könnt ihr euch hintenrum rausgraben. Das werdet ihr sehen, wenn wir später auf einem höheren Level spielen. Da ist das wirklich wahnsinnig wichtig, die Umgebung zu nutzen. So. Reload Speed ist immer noch ziemlich mickrig, muss ich sagen. Deswegen hätte ich jetzt halt auch straight durch die Wand gehen können. Aber lieber noch was zum Flüchten da lassen. Ich glaube, wir haben wieder einen Flieger. Mir so der unliebste von all denen.
bisschen intensiver. Und wieder den Fliegenden. Wenn ich einen von den kleineren kriegen, der nicht so direkt durch die Gegend fliegt. Also am Anfang sah das auch noch ganz anders aus hier. Ich habe nur leider nicht gefunden, wie ich das Safe Game zurücksetzen kann, der Demo, sonst hätten wir auf Null angefangen. Oh Gott, wie war. Aber es macht auf jeden Fall wahnsinnig Spaß auf mehr, wahnsinnig Lust auf mehr. Jetzt legen wir das Vieh. Möchte oder nicht. Ich hoffe, die Rifle, das ist auch gut, wenn da nämlich eine riesen Wand an Viechern ankommt. Kann man da sehr schön mit dem einen Schuss dann hier batz durchratzen. Gut, die kriegt, glaube ich, die Pilze anscheinend geschafft. Weil ich hätte gerne mal ein bisschen mehr Nachladegeschwindigkeit, Freunde. Werde auch sehen auf Hazard 2, da geht schon ganz gut ab. Würfeln. Ich möchte gerne nachladen. Voll Reload Speed. Reload Speed. Much better. Mit Damage Overall ist auch gut. Erst nehmen wir mit in die nächste Ebene. Die Sprüche, die kennen wir doch alle aus den Vorgängerteilen. Poker Flowers. Das ist ein bisschen dankbarer, da brauchen wir nicht so viele. Das Secondary Objective habt ihr auch nicht von Anfang an. Das spielt ihr auch mit der Zeit frei. Nicht, dass ihr wundert, wenn ihr euch die Demo runterladet und hör, ich habe ja kein Secondary Objective. Denke mal auch am Anfang, wo der Pot einschlägt, da fehlt noch der Sound. Ich bin wirklich mal gespannt, was das Spiel kostet. Also 15 bis 20 Euro. Aber das wäre schon ein ziemlich fairer Preis. Das muss man auch immer gut aufpassen. Die machen nämlich auch gerne mal die Wände weg. Weil da eine ziemlich üble Kettenreaktion mit denen hat. Plötzlich stehst du ohne die Deckung da, die du gerne haben möchtest. Oh, Magnet. Der ist bis jetzt die einzige Drop, den ich bis jetzt gefunden habe, schrägstrich freigespielt habe. Noch nicht großartig durchgeguckt, was es noch alles gibt. Dann einfach eher so ein bisschen blind reingerannt. Ist das Schwarm? Weg den Burschen. Oder Burschine. Weiß nicht, ist mir egal. Reload Speed. Dankeschön. Uff. Hang in there. Supplies are on the way. So. Body ist da. Das ist jetzt prinzipiell, das gibt es nachher auch noch, was heißt gibt es nachher, gibt auch mit Kryo zum Beispiel. Wenn wir gehittet werden, dann machen wir eine Explosion um uns rum mit einem entsprechenden Element. Damage, ja, ich sag mal, die Zukov, die mag ich nicht so. Weil die schießt halt einfach kreuzförmig von uns weg. Und ja, ist nicht so meine
Favorite Weapon. Rotze. Teil mit 100% Clip Size. Softe Schrotze wäre natürlich geil. Und ich hab gesehen, hier war jetzt so ein Tentakelturm. Da jetzt auch. Die fangen jetzt an zu spawnen mit einer gewissen Weite und gehen einem auch noch zusätzlich auf die Nüsse. Air Raid. Haben wir auch gleich schon die Zeit für den Boss erreicht. Auf jeden Fall ein bisschen kiten. Sagen, wenn ich wegkomme, bevor ich ihn umgenatzt habe. Oh, dass es im fertigen Spiel eine Fähigkeit gibt, die einen instant die XP gibt. Das ist immer so das erste, was ich skille, höre ich bei. Für Survivors genauso gemacht. Der erste ist gelernt. Komm. Nein, nein, nein. Jetzt. Amt. Naja. Zeit abzuhauen. Glimmerge fehlt uns noch. Verdammt. Plus, plus, das ist doch auf jeden Fall. Na, ich bin mal gespannt, ob es dann später auch alles Mögliche an Übertaktungen gibt. Mich beeilen. Weit und breit keine Blume, verdammt. Die Zeit kann ruhig einen Hauch länger sein, dahin zu kommen. Damage. Speed, yeah. Roll. I'll put it to damage. Ist nicht so wirklich. Holen wir noch. Bang for the buck if you ask me. Mining speed mit. You know the drill, miner. So, vorletzte Ebene. Immer Inno-Perlen in der Wand. So, hier gibt es jetzt die nächsten neuen Viecher. Die Spitter. Sitzbitter heißen die, glaube ich. App sammeln. Oder haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Ader. Einiges an Enor-Perlen. Deswegen, das Spiel macht es auch wirklich gut mit dem Reinlernen. Wie man halt hier in das Spiel rangeführt wird. Den dritten Run habe ich dann erfolgreich auf dem Schwierigkeitsgrad, aber mittlerweile ist, merkt man halt schon, dass durch die Artwerte, die ich halt schon habe, dass der Schwierigkeitsgrad nicht so problematisch ist. Aber zum ersten Mal zeigen, denke ich mal, ist das okay. Ja, aber noch das Freeze-Schild.
Und Rate of Fire. Ein Shawarma ist am Coming. Ja, da sieht man die lila Kugel fliegen. Die können auch in der lila Variante kommen. Sind sie ein bisschen nerviger. Weil dann haben sie einen Spreadshot. Ah ne, die ist verdammt geguckt. Ah nice, alle Apps gesammelt. Aber trotzdem, was er in die Finger bekommt, nehmt es mit. Au. Reload Speed eingebüßt, oder? Und hier sind die Reload Speed für alle. Movement Speed mit. Satisfied. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. Was ich mir angewöhnt habe, ist auch am Anfang Red Sugar mitnehmen, beziehungsweise aus den Wänden prügeln. Dass man zur Not zurückrennen kann, wenn man etwas down sein sollte. So, letzter Abschnitt. Fire Raid. Medium Weapons. Speed. Kinetischen Waffen. Wollt, sieht doch gut aus. Oh, da haben wir den Dreadnought Kokor. Es gibt hier mehrere kleine Kokors. Die müssen wir zerstören. Wenn der letzte von den dreien geöffnet ist, schlüpft auch der Dreadnought. Der ist halt einfach nochmal eine etwas größere Variante. Und der chargt uns an. Ich weiß nicht. Ich habe es im Level 2, wie gesagt, noch nicht bisher geschafft. Ob er später dann noch mehr Fähigkeiten hat, wie das Anchargen, das weiß ich nicht. Ich bin mir auch unsicher, ob ich hier am Ende, hier ist so einer der Kakors, Platsch. Ist halt so ein Level-Endboss-Viech. Herausplatscht. Mal keine, dann nehmen wir das für die Karotze mit. Die hier eingesperrt sind, gehen sie auch durch Wände, aber auch nur dann. Rechts hier wird direkt Richtung geändert. Ihr müsst auch nicht immer in die Richtung drücken, wo ihr etwas wegmeinen wollt. Ihr braucht euch nur daneben stellen. Ihr könnt dann die Finger vom Controller und oder Tastatur nehmen. Und dann macht der Zwerg seine Arbeit. Elode. Mal nur für die Kotze mit. Die.
Hier seht ihr den Hüpfelspot von dem Vieh. Unschön. Hier gibt es dann auch die Spitterkolonien. Oh, Magnet einwandfrei. Win. Ihr seht hier, werden die Viecher jetzt auch immer größer und stabiler. Wir haben auch nicht alle Zeit der Welt, weil irgendwann wird man zwangsläufig überrannt. Aber hier habe ich jetzt den Luxus, dass ich mir es noch leisten kann. Da ist weiß ich. Wollte gerne außen einmal rundherum gelaufen sein. Das hoffe ich hier aushalten zu können. Ah, das ist der Bootletzte. Dann Flieger. Matzen halt sehr, sehr wichtig. Ich noch gerne hätte eine Map, wo ich mir komplett alles angucken kann. Hier seht ihr auch mal, welche Werte wir aktuell haben. Welche Raids, Waffen. Meine, die Geschosse werden auch schneller auf höheren Fähigkeitsgrad. Ah, jetzt bin ich getroffen worden. Jetzt habt ihr gesehen, wie die Schilder aufgeploppt sind. Geht nur einmal alle 30 Sekunden. Seht ihr hier, bumm, da ist der Dreadnought. Vielleicht wird er sich drehen, jetzt kommt er angehupft. Er hupft damit auch durch Wände durch. Objective completed. Dreadnought threat eliminated. Not dread eliminated. Well done. Objective completed. Drop pod has arrived. Get there now. It will leave without you. Das ist egal. That is another one for the books. Dreadnought eliminated. We're pulling you home. Von raus hier. Ja, das war Hazard Level 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen für die Sammlung da. Ich sammle auch Abos. Freue ich mich über jeden von euch, der am Start ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katka, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein!